Channel fast wieder! Herzlich willkommen zu Fortnite Mörder und ihr seht, wir sind jetzt hier im Mittel aller mit eurem kleinen Schimmelpferd. Was geht denn ab, meine Damen und Herren? Wir sind heute hier zu viert mit Lamas unterwegs und sehen schon, wir haben hier eine spannende Folge. Mit dabei haben wir ganz oben. Guck mal, warte. Es wird sowieso abfahren. Hier ist der King, hier ist MBK, ich bin Cody, das ist Captain Mate, wir starten jetzt rein. Okay. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der. So, wir gehen jetzt an den Lootepot und Freunde, stellt euch mal alle. Guck mal, wer ist hier AFK? Wer ist da? Ja. Wir starten rein in 3, 2, 1. Und die Waffe ist verschwunden. Heißt also, Freunde, wir haben einen Mörder und die gehen jetzt alle hier in die Portale und dann in die Boxen rein. So, Mörder hat auf jeden Fall, okay, einen Tüftlerbogen und eine goldene Pistole als Schlüssel. Warum hat der Mörder einfach einen Tüftlerbogen? Die Unschuldigen haben, ach so, wir haben auch einen. LOL, warum haben wir nur einen Bogen mit einem Schuss? Boah, das wird ja richtig schwierig. Okay, ich würde sagen, seid ihr schon durch? Ich bin schon durch. Ja, okay, dann nächste Runde, Freunde, machen wir das so, dass wir noch eine lila Waffe mitnehmen als Unschuldigen. Wir haben aber jetzt nur einen Schuss mit dem Bogen. Komplett lost, Digga. Aber ey, wir sind im Mittelalter und wir müssen jetzt hier einen auf Robin Hood machen, weil damals hatte man auch keine Schießwaffen und deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt hier wirklich schlau spielen, Digga. Ein einziger Schuss, das könnte so nach hinten gehen. Aber ihr seht schon, Freunde, ich werde gleich, wenn ich einen Mörder sehe, ich werde den so pam, pam, Digga, durch drei Häuser abknallen, Alter. Ey, wer ist das hier? Oh, shit, da ist ja richtige Action hier. Und ihr seht schon, Freunde, vielleicht, wenn ihr die Map noch kennt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, aus welchem Video diese Map hier ist. Ich muss sagen, ich finde die sehr nice, Digga. Warum wird da hinten ohne mich gelacht? Okay, seid ihr hobbylos, Junge. Ey, das war richtig, ey, ohne Scheiß, wir haben einfach synchron, er macht das, ich komm einfach mit rein, synchron des Todes. Extra Blatt. Wir haben einen Mörder und die Leute, die denken, wir haben keinen. Warte, warum ist Mirkan so leise? Mirkan? Das kann gar nicht sein. Kid Melf. Nee, ich hab den nicht umgebracht, Digga. Kann gar nicht sein, wir waren alle auf einem Fleck. Nein, Kid Melf war nicht bei uns. Hey, ich hab Kid Melf die ganze Zeit gesehen. Er hat mich gesehen, nein, ja. Hast du nicht. Junge, D-King. Alter, ey, warum spielen wir nochmal Mörder mit D-King? Ey, der Junge, der kann nicht ernst bleiben. Guck mal, warte mal. Mirkan tut jetzt so, dass er tot ist, damit er, entweder ist er Mörder oder er macht einen auf den Move, so Detektiv-Move. Weißt du, was ich meine? Was ist eigentlich der Schlüssel? Goldene Pistole. Habe ich gerade eben schon gesagt. Na, hast du rumgeheult. Warum machst du die Kiste so? Okay, wenn der Schlüssel hier unten ist, dann muss es Mirkan sein. Wir waren alle oben. Und ihr seht auch, Freunde, ich habe ein bisschen diese Soundhilfe drin, dass ich sehe, von wo Steps kommen. Guck mal, Mirkan ist verschwunden. Aus dem Nichts. Ja. Ihr wart oben auf der Brücke, habt da die ganze Zeit geredet und Faxen gemacht. Ich habe euch gesucht und habe geguckt, wo ihr seid. Ich habe dich die ganze Zeit gesehen. Ja, das du hast halt mich so durch den gesehen dann. Es kann nicht sein, dass ich war es auf jeden Fall nicht. Es muss dann sein, dass jemand Mirkan gekillt hat, bevor ihr beiden euch gesehen habt. Aber das war auch nicht der Fall. Das macht keinen Sinn. Wer ist das hier? Das bin ich. Okay, D-King hat dann den roten Bogen. Ich habe einen orangenen. Meiner ändert die Farbe die ganze Zeit. Hey, ich habe jetzt die ganze Map abgesucht. Ich kill dich einfach aus Prinzip D-King, weil er mich nervt. Wo ist der? Ja, das wirst du gerne. Der ist da unten rechts, da läuft er rum. Ich glaube, ey, was ich noch weiß, man kann auch außerhalb der Burg rausspringen auf diese kleinen Felder rechts. Ja, guck mal, hier unten ist ein bisschen Gras und so. Ich spring da mal hin. Okay, ich glaube, ich bin am Arsch. Oder? Komme ich wieder zurück? Ey! Okay, man kann gar nicht runterfallen. Warte mal. Nee, das macht gar keinen Sinn. Oder Mirkan ist gerade einfach AFK, Digga, telefoniert mit jemandem und tut so, als wäre er tot. Das würde ich auch glauben. Er ist immer noch beim Startgebiet. Wir suchen so die ganze Map ab. Ich seh das Startgebiet von hier oben. Boah, das sieht so krass aus hier, ne? Kein Schlüssel, kein MBK. Ich habe nicht mal ein Wort gehört von Mirkan. Schüsse? Ja, 100% Schüsse. Ich habe Soundhilfe bekommen. Freunde, ihr seht jetzt heute erste Folge Mörder mit Soundhilfe hier. Das heißt, ich sehe in meinem Bildschirm, wenn irgendwo Schüsse in meine Nähe kommen. Ich bin außerhalb. Ich suche gerade... Als Maul. Das war Mirkan. D-King. Hallo, Cody? Mirkan, warst du jetzt einfach die ganze Zeit leise? Hast dann beide abgeknallt, Digga. Und jetzt... Hä? Das war's? Okay, hier liegt ein Bogen. Nein! Oh, boah, Bruder. Digga, Also, ey. Ich hab mich so erschreckt. Wo war er? Mirkan? Digga, guck, ich war in einer Ecke und ich wollte, dass er denkt, dass ich down bin. Und auf einmal kommt D-King und Cody. Aber Bruder. Beide Gurken rum und Cody killt D-King vor mir. Ahmed, ich hab mich so... Ich seh nur D-King, ich töte ihn. Ich guck so nach links, aber ich hab Mirkan. Das war so random. Lol. Ich hab gar nicht gesehen. Bro, ich hab mit jedem gerechnet, aber nicht mit dir, Cody. Okay, gut, dann würde ich sagen, Freunde, starten wir rein in die zweite Runde und dieses Mal nimmt sich jeder eine lilane Pistole mit als unschuldige Waffe. Von daher 3, 2, 1, let's go!
Und Doppelpistolen sind verboten. Ihr seht's, Freunde, wir haben jetzt einen Bogen und einen lilanen Revolver. Heißt also, dieses Mal, Digga, ich meine, gerade hat's gereicht. Mein Bogenschuss gegen Cody, Bruder, der ging direkt in sein Herz, aber ganz ehrlich, Bro, gegen mich hätte alles gereicht. Also, ja. Selbst wenn du gar keinen Schuss hättest. Egal. Jetzt, Freunde, wir haben eine Revolution in der Technik und haben jetzt Dingens Waffen uns gebaut. Deswegen können wir auch Waffen hier in der Burg benutzen. Und nicht nur diese hässlichen Kanonen hier, die es damals gab, Alter. Ey, können wir auf so einer Map die Schlüssel nicht so tryhard verstecken? Wo war der Schlüssel, Cody? Ja, das wollte ich ganz erfragen. Das Ding ist, der Schlüssel war hier. Guck mal. Ich schwöre auf alles. Der war hier. Lava! Doch, aber jeder, ich schwöre, D-King war genau hier, ne? Ich sehe ihn von oben, er macht so, er läuft an Schlüsseln vorbei einfach. Ja, was? Dann bin ich ja auch schon tausendmal vorbeigelaufen. Der stand da die ganze Zeit. Aber den konnte man nicht richtig sehen, weil dazu Gold so, weißt du, dazu geglänzt in dieser Sunshine. Map. Langsam sollte der Schlüssel versteckt sein, Freunde. Und ich sehe, Digga, das mit den Steps ist zu OP. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob wir das drin lassen sollen. Aber ich glaube, das ist einfach viel zu stark. Weil ich weiß genau, dass jemand gerade hinter mir auch hinterherläuft, obwohl ich gar nicht dahin gucke. Oder ich spiele seit Anfang an damit. Echt? Ja, ich auch. Und trotzdem verlierst du? Seitdem das gibt, spiele ich auch damit. Hey, ja, Digga, bei glaube ich das. Ich sehe jetzt jeden. Muss Kidmave, ich möchte mit Kidmave alleine reden. Kidmave, komm hoch, wir müssen reden. Ich bin oben gerade. Falscher Spielmodus, sorry. Die Detektivwaffe muss ja jetzt schon versteckt sein, ne? Ja. Okay. Ich glaube, Mirko hat die gefunden. Hat die jemand? Nein. Ich hab's noch nicht. Ich hab eine Deagle und einen Revolver. Aber Real Talk jetzt. Keiner hat die gefunden, ne? Auch gestern. Schüsse? Hey. Schüsse? Irgendwo, weiß ich jetzt nicht, Digga, was das für eine Richtung ist. Nie ohne Schuhe. Norden. Digga, es muss nicht Norden sein, nur weil du gerade ausguckst, ne? Also. Der Junge denkt, überall, wo er gerade ausguckt, ist Norden, Digga. Ist doch da, wo man hinguckt. Was, wenn du nach Westen guckst? Schlüssel ist so getryhardet wieder. Unnormal. Boah, ich sag euch so, wie es ist. Der Schlüssel ist schon lange gefunden, Mann. Ich wusste. Ich guck wieder hinten an den Seiten, Digga, aber vielleicht ist da was. Irgendeiner ist down gegangen. Ich predikte Cody? Darauf, dass es Ahmed war, weil er ganz, ganz komisch nach Cody direkt geredet hat, sodass es nicht auffallen würde. Ich meinte einfach nur, dass ich jetzt hier die Seiten suche, Digga. Und was macht an deinem Halsband das Blut? Sorry, Detektiv Con. Ja, okay. Was sagst du dazu, Ahmed? Bruder, ich bin komplett am Außenrand und renne gerade diesen ganzen Weg entlang. Hey, nein, das ist D-King, der rennt am ganzen Weg entlang. Nein, das bin ich. Och. Nein, das bin ich. Hier liegen Waffen. Ja, ich weiß, das hat Cody gekillt. Cool, dann nehme ich die mit. Guck mal, ich laufe gerade den kompletten Rand. Richtig, warum? Von hinten zu kommen? Wir sind oben auf der Brücke, Ahmed, falls er mich killt. Nein. Als Cody gerade eben gestorben ist, Digga, wer war dann wo? Wo wart ihr? Ich bin Detektiv, Bro. Trotzdem will ich wissen, wo du warst. Im Turm. Okay, dann warst du das nicht. Ich war am Pferdeschuss. Oh. Weil ich hab einen Schuss gesehen, der kam von der rechten Seite. Kid Murphy mit dem Bogen ganz safe unterwegs. Nee, Ahmed gar nicht. Ist doch besser, so wenn er ist hier bei mir. Dicken, du siehst mich, ne? Ja, pass auf, rechts. Da ist er, ja. Da ist er, hier rechts ist er. Nur das Ding ist, Kid Marshwans. Ja. Wie willst du das jetzt machen? Soll ich Dicken einfach jetzt killen oder soll ich warten? Ja, komm, kill ihn. Dicken, Habibi, es ist vorbei. Also, wenn ich sie sehe, darf ich dich töten? Die Spielchen haben sich ausgespielchen. Ja, Mörder darf sowieso töten, wenn er jemanden sieht. Oh, da hab ich Mutter gehört. Die Sache ist, Bruder, was du vielleicht nicht weißt, ist, dass Mirka mir am Anfang der Runde schon seinen Schlüssel gezeigt hat. Das heißt, ich weiß, dass du zu 100% nicht detektiv sein kannst. Und da Cody schon tot ist, Bruder. Oh, was? Leb wohl, mein Lieber. Komm her, Digga, komm. Somit ist mein Plan aufgegangen. Ich brauchte nur noch ein Opfer, dass Ahmed sich verrät, dass er D-King abknallt. Dich werde ich jetzt auch mit dem Bogen klatschen, guck. Oh! Au! Au! Autsch! Ja, Bruder, ich. Digga, der arme Junge, der macht gerade schon den nächsten Trainer. Spaß. Kuckuck, Oh mein Gott, Bruder, es ging so an mir vorbei. Ey, das ist so ein guck mal. Ey, ich weiß, ich will keinen mehr umbringen. Ich habe auch keinen Bock auf Knaschen, okay. Bruder. Lass einfach gehen, okay? Heide! Er ist echt einfach, du bist leider weggegangen. Ach, Freunde, und somit würde ich sagen, haben wir das Ganze als Mörder dann auch mal beendet. Hey, was laberst du? Wie, was laber ich, Digga? Ja. Patz, Bruder! Oh mein Gott! Er hat dich genutzt. One-Hit, Digga. First try. Junge, einfach Klein Marvin kommt in die Gruppe. Digga. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, war es auch schon mit Fortnite-Mörder. Wir haben auf jeden Fall stabile Runden gespielt, würde ich sagen. Wenn ihr gerne eine Wunsch-Map habt, dann schreibt sie in die Kommentare und wir werden sie spielen. Man sieht sich nächstes Mal. Macht's gut. Und Ari, wieder tschüss.